Tag zusammen. Tja, ich bin sprachlos. Ja, auch vor Verwunderung. Ich habe es tatsächlich geschafft, sage und schreibe 70 Jahre alt zu werden. 70 Jahre. Nicht zu fassen. Mensch, Rich, wie hast du das bloß geschafft? Naja, die Menschen werden ja allgemein immer älter. Selbst ein 100. Geburtstag ist ja heute keine Sensation mehr. Früher kam dann auch der Bürgermeister mit einem riesen Blumenstrauß und einer Ehrenbürgerurkunde und Reporter, die sich für ihre Leser nach dem Rezept für ein solches langes Leben erkundigten. Die 100 habe ich zwar noch nicht geschafft, aber die folgende Geschichte, meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema, bringt es meines Erachtens ganz gut auf den Punkt. Iwan Druschkin ist 100 geworden. Bürgermeister, Blumen und ein Reporter. Väterchen, sagt der Reporter, als der Bürgermeister sich verabschiedet hat, verraten Sie uns das Geheimnis, wie man es schafft, so alt zu werden? 100 Jahre? Sie sitzen in Iwans kleiner Küche bei einer Tasse Brennnesseltee. Die Tür zur Wohnstube steht halb offen, damit der Ofen dort auch die Küche ein wenig wärmt. Naja, sagt Iwan stolz, Bewegung. Vor allem frische Luft und Bewegung. Ich bin 50 Jahre lang den Weg zur Arbeit im Sägewerk zu Fuß gegangen. Jeden Tag 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück, Sommers wie Winters. Und zwischendurch 10 Stunden gearbeitet. Hart gearbeitet. Und gesunde Ernährung ist wichtig. Ich habe nie geraucht und nie Alkohol getrunken. Nie. Und ich habe nie etwas mit einer Frau angefangen. Nie. Interessant, sagt der Reporter. Und wie haben Sie... Er wird unterbrochen. Und Türen knallen und einem heftigen Gepolter im Wohnzimmer. Ein heiserer Männer und zwei kichernde Frauenstimmen singen so ein Tag so wunderschön wie heute. Und eine Wolke Zigarrenqualm dringt von nebenan in die Küche. Was ist das denn? Fragt der Reporter entgeistert. Ach, sagt Iwan, peinlich berührt, steht auf und schließt die Tür. Da kommt er wieder betrunken mit seinen beiden Freundinnen vom Frühschoppen. Wer? Fragt der Reporter. Mein Vater, sagt Iwan. In diesem Sinne, danke für alles. Ich liebe euch und freue mich auf ein Wiedersehen. Irgendwann, irgendwo. Bis dahin, bleibt wie ihr seid. Passt auf euch auf. Passt auf, die ihr liebt. Und passt ruhig auch auf, die ihr nicht liebt. Seid nett zueinander. Wer weiß, wie viel Gelegenheit euch dazu noch bleibt. Wir werden ja alle nicht jünger, wie man sieht. Also, Prost zusammen. Ich wünsche euch friedliche Feiertage und einen guten Rutsch. Und überhaupt alles Wünschenswerte.